Ladies and Gentlemen, heute sind wir hier mit unserer Sam und wir haben mal heute ein Video der anderen Art geplant, denn wir haben oftmals Videos, wo einer 100.000 macht oder 70.000 oder 50.000, 30.000, aber nie haben wir Personen eingeladen bis zum heutigen Zeitpunkt, in dem wir eine junge Unternehmerin im Laufe ihrer Karriere mit begleiten und mal filmen, wie es 3 Wochen nach Online-Shop-Release ist. Okay? Darum ist das heute eine andere Art von Video oder Interview. Es ist nämlich eine junge Frau, eine junge Unternehmerin, in Anfangszeiten ihres Shop-Releases ein bisschen zu interviewen, wie es dazu kam, was wir dabei hatten, wie es gelaufen ist. Die erste Woche lief ziemlich gut. Wir reden von mehrere hundert Euro Umsatz in der ersten Woche. Was sehr, sehr gut ist, wenn man bedenkt, dass auch noch schon neu gestartet wurde, ein bisschen durch Mundpropaganda, ein bisschen durch Werbung, aber wir werden alles darüber reden. Und was wir machen werden, ist, über all diese Punkte mal im heutigen Interview ein bisschen zu quatschen, oder? Da würde ich mal erstmal das Wort an dich übergeben, würde mal ganz kurz eine Vorstellung, du kannst gerne mal für die Leute hier vorstellen. Also ich bin Simge, man nennt mich auch Sam und ich habe ganz klischeehaft, ich habe mein Abi gemacht, dann habe ich studiert, International Marketing, und während dem Studium macht man sich ja schon so Gedanken, okay, was macht man jetzt danach, was ist der Plan, und ich wollte eigentlich immer etwas, womit ich ortsunabhängig bin, das war das Wichtigste für mich, und gleichzeitig aber etwas, wo ich auch Lust drauf habe und Spaß daran habe. Und so bin ich eigentlich auch, mein Dad hat mir auch sehr dabei geholfen, wollte Dropshipping machen, habe ein Coaching-Programm diesbezüglich angefangen und während dem Coaching habe ich eigentlich gemerkt, dass Dropshipping überhaupt nichts für mich ist, war dann noch teilweise sehr enttäuscht, weil ich eben so den Drang hatte, online zu arbeiten und online Produkte zu verkaufen. Aber dann habe ich gesehen, die Lieferzeit beträgt teilweise 2 Monate, wenn nicht sogar noch länger. Die Produkte habe ich mir angesehen und dachte mir, das geht nicht, das so, hinter sowas kannst du nicht stehen. Okay. Auch gegenüber meinen Freunden und meiner Familie möchte ich nicht sagen, ich verkaufe sowas und ich mache sowas. Okay, weil, okay. Ja. Und dann bist du zum Print-on-Demand gekommen. Genau. Wie kam's? Mein Papa hat mich dich empfohlen, ehrlich gesagt, so kam's. Ich kenne dich, alter Mann. Ja, und dann habe ich dein Shirtcamp erstmal. Mhm. Und dann haben wir uns ja für E-Commerce Gold Code entschieden. Mhm. Und habe die Videos durchgesehen. Und das ist ja schon alles eigentlich fast selbsterklärend dann. Mhm. Was auch sehr gut ist, selbst wenn Fragen auftauchen, ihr seid echt immer top erreichbar. Das ist mega. Ja. Bin dazu gekommen und habe meinen Shop aufgebaut. Mhm. Und jetzt ist es knapp 3 Wochen her. Okay, erstmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Danke. Gut, dass du aktiv die Entscheidung gefallen hast, aktiv an deinem Business zu arbeiten. Mhm. Zum Lebenslauf kurz, du hast ein Studium angefangen. International Management, richtig? Mhm. Auf Focus Marketing. Okay. Doch es kam nie dazu, dass du den Job dann ausgeführt hast, oder? Oder in die Arbeitswelt eingestiegen bist, weil du hast ja direkt dann angefangen, dich selbstständig zu machen. Mhm. Warum? Also es war eigentlich so, dass wenn ich jetzt in einer Firma wäre und in der Marketingabteilung arbeiten würde, würde ich ja eigentlich fast was Ähnliches machen. Da muss man ja auch Werbung schalten, sich um Social Media kümmern. Also es ist sehr ähnlich. Klar ist es wahrscheinlich nochmal eine andere Erfahrung für eine große Firma zu arbeiten, aber ich habe einfach gesagt, ich möchte mein eigenes, ich möchte für mich arbeiten. Und wenn ich 12 Stunden oder 14 Stunden am Tag vor dem Laptop bin, dann ist es für mich. Und das war eigentlich so dieser Grundstein dafür, dass ich gesagt habe, klar kam jetzt auch noch Corona dieses Jahr, ich meine, das ist nochmal eine andere Nummer, aber der Hauptgrund ist, dass ich die Zeit, die ich investiere, für mich investieren will und nicht für jemand anderen und nicht für seinen Erfolg. Okay. Und hast du, also schau mal, du bist ja schon auf jeden Fall nach dem Studium direkt selbstständig gemacht. Mhm. Hast du schon davor unternehmerische Erfahrungen gehabt? In der Familie unternehmerische Tendenzen? Ja, irgendwas? Ich habe Praktika absolviert, natürlich. Immer wieder so freiberuflich, also wenn gerade Semesterferien waren, in einem Restaurant zum Beispiel auch gearbeitet. Ich habe auch gekellnert. Mhm. Es sind anstrengende Jobs, also jeder Job bringt irgendwie eine Anstrengung mit sich und Challenges mit sich. Aber gerade
durch solche Erfahrungen merkt man ja dann auch, was man nicht will. Mhm. Oder eben dann, das leitet dich zu dem, was man möchte. Mhm. Also ist jede Erfahrung eine gute Erfahrung, sagst du? Ja, natürlich. Auch die negativen. Schön, schön, schön. Ist ja auch gut zu wissen, was man nicht möchte. Genau. Passt, natürlich. Natürlich. Du bist ja auch noch jung. Jedes Jahr weißt du immer mehr was. Ja, jede Woche in dem Job. Da lernt man fast jeden Tag stündlich was dazu. Jede oder besser jede Woche lernst du was dazu. Passt so schön. Okay, dann haben wir mal so ein bisschen deinen Lebenslauf angeschaut. Schön und gut. Da gehen wir mal in die Business-Fragen rein. Zu deiner Anfangszeit. Dropshipping hast du gesagt. Du standest nicht hinter Dropshipping. Es war enttäuschend, meintest du. Mhm, extrem. Was war an dieser Situation enttäuschend? Also meine Meinung kennen ja viele. Ich meine, ich habe auch mit Dropshipping damals angefangen. Mhm. Interessantes Businessmodell. Kann man Erfolg haben, man braucht spezifische Händler und alles. Und wir haben mir gesagt, okay, bring on demand, gib es einfach bei mir. Was war deine Meinung mit Dropshipping? Wie hast du nicht durchgeführt? Also, es ist Hinterprodukt, also ich stelle es mir immer so vor, wenn ich es bestelle. Ja. Wenn ich jetzt der Kunde bin und ich brauche etwas und ich bestelle es und dann warte ich teilweise 2 Monate darauf, ist schon mal ein Minuspunkt. Mhm. Ich kann es wahrscheinlich nicht zurücksenden und wenn, dann ist es total kompliziert. Mhm. Die Produkte sind wirklich größtenteils nicht gut, qualitativ überhaupt nicht gut. Und das waren so die ersten Punkte, wo ich dann direkt eigentlich abgebrochen habe, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht, ich kann nicht hinter sowas stehen. Mhm. Und habe dann, ich habe immer mit meinem Papa drüber geredet und habe gesagt, ich möchte was in Europa und vielleicht auch etwas, wo ich eine Message auch verbreiten kann. Ich meine, mit Dropshipping ist es ja schwierig, mit den Produkten auch eine Message rüberzubringen. Mhm. Und er meinte dann, ich kenne jemanden, der ist ein Mentor, was das betrifft. Die machen das, also Dachregionen und so weiter. Mhm. Und du kannst deine eigenen Produkte, also deine eigenen Designs anbieten. Ja. Wo ich wiederum richtig cool fand, weil ich dann wieder ein Statement abgeben kann, wieder eine Message mit den Produkten verbreiten kann, eine Nische ansprechen kann. Und so kam es dann, der Wechsel. Also, wenn ich richtig verstanden habe, dann ist dir deine Message wichtig, dass du ein bisschen was in der Welt verändern kannst. Ja. Und auch somit auch der Aufbau deiner eigenen Modemarke. Ganz genau. Das heißt, das steht für dich in erster Stelle. Ja. Aufbau einer eigenen Modemarke. Wofür auch Print on Demand bekannt ist, weil viele denken, Print on Demand, schnell mal hier produziert, geliefert. Aber dann ist es eine riesige Marke, die du im Laufe der Zeit aufbaust. Mhm. Was ist deine Meinung dazu? Ich war vielleicht am Anfang auch so leichtsinnig und habe mal gedacht, das habe ich bestimmt in ein paar Tagen. Aha. Aber das ist nicht so. Es steckt so viel Gedanke dahinter. Also wenn man wirklich hinter etwas stehen will und was damit bezwecken möchte, dann steckt sehr viel Arbeit dahinter. Ja. Man muss sehr in die Materie gehen, man muss sich über die Nische Gedanken machen. Wie spreche ich die Nische an? Wie werbe ich dafür? Wie komme ich überhaupt an die Leute? Und wie bleibe ich bei denen im Kopf quasi, dass sie auch immer wiederkehren? Wie hast du eine Nische gefunden? Oder wie kam es dazu? Ich habe an mich gedacht, ehrlich gesagt. Okay. Meine Erfahrungen. Was dich interessiert? Ja, was ich erlebt habe, wo ich vielleicht sagen würde, das fände ich cool, das habe ich jetzt hier in Europa noch nicht gesehen, zum Bestellen. Und bin so dann langsam draufgekommen, habe mittendrin dann noch eine Unternische angefangen, weil es gerade gepasst hat. Ja. Ja, aber ich glaube spätestens, wenn es zu den Produktbeschreibungen geht, wird jeder merken, okay, das ist meins, das ist nicht meins. Weil genau da muss man ja dann irgendwie mit Emotionen was schreiben. Mhm. Und ich glaube, ich hatte auch kurz mal eine andere Nische. Ja. Und da habe ich gemerkt, ich kann es eigentlich auch sagen, ich wollte in die Getränkenische. Okay. Und was mit Kaffee? Ich trinke keinen Kaffee. Okay, und dann habe ich ein Produkt bestellt bei dir, designen lassen und war bei der Produktbeschreibung. Und ich konnte absolut nichts ist mir eingefallen. Du trinkst ja keinen Kaffee? Ich trinke keinen Kaffee, aber ich dachte mir, es trinken so viele Kaffee in meinem Freundeskreis, es kommt bestimmt voll cool an, aber mir ist nichts dazu eingefallen. Okay, klassischer Fehler. Klassischer Fehler. Und hab's gleich raus. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Viele machen den Fehler, die starten eine Nische, wo sie sich nicht auskennen. Okay, wo keine Leidenschaft drin ist. Es wird mal Downs geben, weißt du, ich meine, in den ersten Wochen liefen gut, aber es folgt immer nach jedem Up kommt ein Down. Und das wird auch bei dir kommen, kann ich schon mal vorwarnen, erst einen Glückwunsch, komm doch irgendwo. Aber das Ding ist, durch Interesse, durch das, was du machst, durch Motivation, kannst du dann immer weiter gehen, weiter machen und dann am Ende des Tages
das Ganze auf dich nehmen und am Ende viel mehr daraus kreieren. Ja. Weil wenn du dich dafür nicht interessierst, dann wirst du schnell möglich aufhören und das ist ein riesiges Problem. Also das ist echt selbst nach 3 Wochen ein Tipp, den ich mitgeben kann. Es muss was sein, mit dem man sich identifizieren kann auf jeden Fall. Ja, ja. Auch wenn man weiß, das kommt 100% gut an und das werden viele kaufen, bringt nichts, wenn man nicht dahinter steht. Richtig. Bin ich derselben Meinung. Okay, kurz im Stichpunkt 3 Wochen. Was waren die Top 3 Challenges, Top 3 Herausforderungen, die du in den ersten 3 Wochen hattest? Die erste Zeit war es mein Mindset. Okay. Auf jeden Fall. Dass ich sehr schnell mal low bin. Und, oder vielleicht auch zu hohe Erwartungen am Anfang hatte. Yep. Das Mindset, wo ich jetzt auch versuche, Podcasts zu hören und Bücher darüber zu lesen, weil es fängt wirklich hier an, in Gedanken. Dann war eine Challenge, ich glaube, während ich die Videos geguckt habe, eine ganz kurze Zeit war es mal die Designfindung, sich wirklich für eine Nische entscheiden und sagen, das ist es und da stehe ich jetzt auch wirklich dahinter. War, wie gesagt, ich habe eben so Nischen gehabt, wo ich gesagt habe, doch nicht, obwohl ich es habe designen lassen, dann wieder rausgenommen habe. Okay. Das war auf jeden Fall eine Challenge und jetzt momentan aktuell eine Challenge für mich ist, ich glaube, das Dranbleiben, das Sagen, okay, vielleicht war mal ein Tag, wo nicht so viele Sales reinkamen oder vielleicht auch gar kein Sale reinkam und dann sagen, nein, es ist trotzdem, ich mache weiter, dann suche ich eben ein neues Produkt oder versuche, die Leute anderweitig anzusprechen. Okay, also Ausdauer oder wie meinst du? Disziplin und Ausdauer dran. Die Disziplin, ja, dass man sich nicht gleich nach 1-2 Tagen, dass man nicht gleich sagt, das wird nichts. Ja, und dass man halt wirklich konsequent ist und immer wieder sich was Neues einfallen lässt. Also ich habe da einen guten Spruch. Schau mal, die Sache ist die, du machst ja ziemlich viel an einem Tag, richtig? Und es kommt dir so vor, als hast du das gemacht. Du sprintest jeden Tag, oder? Und wenn man da rauszoomt, bewegst du dich ziemlich langsam, aber auch vorwärts. Das heißt, du sprintest jeden Tag, aber am Ende des Tages machst du 365 Tage einen Marathon, weil du sprintst fast jeden Tag. Okay? Und dann wird aus einem Sprint, aus einem kurzen Sprint jeden Tag, wird ein Marathon. Wenn du langfristig dabei bist, kann ein Tag kannst du vielleicht nicht die Welt verändern. Aber wenn du 365 Tage sprintest, dann hast du auf jeden Fall ganz viel gemacht am Ende von einem Jahr. Auf jeden Fall. Also selbst die letzten 3 Wochen sind der Wahnsinn, oder? Krass, was ich alles dazugelernt habe, wo man einfach denkt, okay, jetzt ist es, das ist die Grenze. Ja. Und auf einmal kommt das dazu, das dazu. Krass, freut mich. Was schön. Aber auch wieder Spaß macht. Es macht Spaß. Jeden Tag eine Challenge ist und man nie auslernt eigentlich. Ja, es kommt jeden Tag was Neues dazu. Das ist Entrepreneurship. Ja. Das stimmt. Da habe ich auch einen Spruch für dich. Ja, 3 Schritte voraus, einer zurück ist immer noch vorwärts. Danke. Ein sehr, sehr schöner Spruch. Okay, passt. Dann haben wir mal deine Anfangszeit ein bisschen besprochen, deine ersten Wochen, deine Startschwierigkeiten. Jetzt bist du ja eine Unternehmerin, die schon relativ frisch dabei ist. Wann denkst du, und was sind denn deine Zukunftspläne, wenn man das Ganze genau betrachten möchte? Also der erste Plan mit dem Shop jetzt wäre es auf jeden Fall auf 6-stelligen Umsatz. Monatlich? Ja. Okay. Zu skalieren. Ja. Das ist der erste Schritt. Ja. Dann wäre mein Ziel, einen zweiten Shop, ja, für den ich schon sehr viele Ideen habe. Okay. Den aufzubauen und den hoch zu skalieren. Mhm. Ja, das sind mal die ersten Challenges jetzt. Ja, die ersten Challenges vor sich formulieren. 6-stellige Monate, okay, und schon die Challenge. Aber schau mal, das ist ja Geld. Aber was ist die tiefere Motivation? Was willst du dann machen? Warum willst du das machen? Weil Geld ist nur Geld, aber, das, ne? Aber du hast ja wahrscheinlich eine tiefe Motivation, warum du das Ganze machen möchtest. Wenn ich die 2 Shops wirklich am Laufen habe und soweit keine dritte Idee kommt mit einer dritten Nische, wäre eigentlich mein Hauptziel, meine ganz eigene Kollektion rauszubringen. Mhm. Also nicht bedruckt oder sowas, sondern wirklich eigene Klamotten. Mhm. Wäre dann für die dritte Sache mein Hauptziel. Okay, dann ist die Kollektion ein Zukunftsplan. Aber was willst du machen? Ist das deine Lebensvision? Wo möchtest du leben? Was möchtest du machen? Meine Lebensvision ist... Das ist was in deiner Lebensvision? ortsunabhängig zu sein.
Wo willst du dann leben, wenn du ortsunabhängig bist? Ich bin auch ortsunabhängig, dann bin ich wieder in Kochbräuchen gelandet. Weißt du, ich meine, war jetzt auch nicht so besonders. Ich hab's geschafft, ich war in Australien, ich war in Spanien, ich war in Frankreich und dann dachte ich mir, jetzt gehen wir nach Kochbräuchen jetzt. Ich war in München auch noch und dann dachte ich mir, ich gehe wieder nach Kochbräuchen zurück. Aber warum willst du ortsunabhängig sein? Wo willst du leben? Ich glaube, momentan jetzt bin ich noch zu sehr ein Freigeist. Ja. Ich habe noch diesen Gedanken, ich würde mal gern 3 Monate hier, 6 Monate da. Ich würde gern für eine, was heißt für eine Zeit, wenn ich es wirklich schaffe und pack, möchte ich eigentlich in der Türkei leben, komplett. Okay. Aber halt immer noch diese Optionen offen haben, dieses Land oder diese Stadt interessiert mich, ich würde mal gern 2-3 Monate dort leben. Mhm. Ich habe ein Jahr in New York gelebt, als Au-pair damals, würde mal gern wieder in Erwägung ziehen, 3 Monate dort zu sein. Okay. Was mit diesem Job gut möglich ist. Es ist auf jeden Fall möglich, ortsunabhängig zu leben. Lebender Beweis. Kauf Beuren. ist cool. Das ist cool. Ja, was hat dich dazu gebracht, wieder herzukommen? Keine Ahnung, es war die Familie, Freunde, billigere Mieten für eine Druckerei als in München. Günstiger. Ja. Also da bin ich eben noch, ich werde immer wieder für die Familie zurückkommen, aber ich glaube, ich momentan bin ich noch der Freigeist. Klar, ist ja auch schön, ne? Wann erwähnst du denn den zweiten Shop zu starten? Momentan würde ich sagen, plane ich Frühjahr dafür. Also wirklich so ungefähr März. Okay, 3-4 Monate noch. Ja. Okay. Das wäre mein Ziel, mit dem zweiten loszulegen. Okay. Aber auch einfach aus dem Grund, weil ich momentan schon so viele Ideen dafür habe. Ist so gut. Ich glaube, wenn man einmal so im Rollen ist, dann. Ja, dann rollt man. Also schlaflose Nächte. Stichwort schlaflose Nächte. Hast du schlaflose Nächte? Ja. Warum? Weil ich von den Werbeanzeigen träume. Von den Werbeanzeigen? Ja, total. Also wirklich. Es kommt so. Klicks, CPC-Werte, CTR-Werte, die ganze Zeit, oh mein Gott, dann wache ich auf, dann kontrolliere ich die Werbeanzeige. Mhm. Es ist so wirklich, ich weiß nicht, wie war es bei euch in der Anfangszeit, war es nicht so? Doch, Anfangszeit auch, man freut sich auf jeden Shopify-Klingelton. Ja. Kein Eis, keine Sache, es legt sich am Band. Ja, auf jeden Fall. Es legt sich am Band, irgendwo ist Standard. Irgendwann deaktivierst du sogar dein Handy. Oder hol ein zweites und lass das andere komplett weg. Genau. Aber die besten Ideen kommen bei mir auch wirklich nachts. Nachts sind die besten Gedanken noch nicht verbraucht, sagt man, ne? Es ist also alles kommt bei mir nachts und immer mein Buch muss immer neben mir sein, dass ich direkt Design-Ideen oder irgendwelche, ich weiß nicht, Blogposts-Ideen aufschreiben kann. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Man merkt, da ist Leidenschaft dahinter, ne? Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur heißen Runde. Die heiße Runde ist, ich werde jetzt die Instagram-Fragen vorlesen. Ja? Ihr habt nämlich die Community gefragt, was ihr hören wollt. Und aus diesem Grund werde ich jetzt mal kurz einen Blick hier reinwerfen. Ich weiß noch nicht, was uns erwartet. Aber hey, schauen wir mal. Okay, mal schauen, was die Community gefragt hat. Arbeitet sie mit POD, war eine Frage. Ja. Hast du schon auf jeden Fall beantwortet. Okay, da haben wir mal eine schwierige Frage. Ab wann meinst du, ist der Zeitpunkt, dass du ein gekauftes Theme holst? Arbeitest du mit einem Basic Theme? Ja. Ich würde sagen, momentan mit dem Wissen, was ich jetzt habe, würde ich meinen, ab da, wo ich sage, ich kann wirklich selbstständig von diesem Job leben, wo ich dann die Produktseite und so weiter etwas umgestalte, dann. Okay. Was meinst du, wie lange dauert das denn noch bei dir? Hoffnungsweise nicht so lang. Ja, jetzt die ersten 3 Wochen waren schon ziemlich gut. Ja, also die Werte sind gut. Toi, toi, toi. Ja. Also was die Türken machen. Wobei das Glas, das geht eigentlich gar nicht. In den nächsten Wochen, Monaten plane ich es auf jeden Fall ein. Okay. Schön. Wie es ja bei Instagram so typisch ist, wenn wir jetzt komplett ein neues Thema spielen. Die Frage ist nämlich, wie bleibst du deiner Meinung nach konstant fokussiert und klar im Kopf bei der Arbeit? Ich würde mal sagen, an erster Stelle durch Routine.
Ja. Also, dass ihr wirklich sagt, wenn ich aufstehe, ich gehe nicht direkt ans Handy, ich stehe erstmal auf. Mhm. Mach mir meinen Tee oder meinen Kaffee, was auch immer, ich wasche mein Gesicht oder vielleicht mal 10 Minuten meditieren. Mhm. Einfach um diesen freien Kopf zu bekommen. Ja. Und an zweiter Stelle würde ich sagen, wenn es etwas ist, wie du schon gesagt hast, wo wirklich Leidenschaft dahinter ist, mhm. wo der Wille und die Disziplin da ist, dann macht man es eh schon, weil es Spaß macht. Dann hört man nicht auf zu arbeiten am Abend, weil man sagt, oh, ich will das jetzt noch fertig schreiben, ich will das jetzt noch nachkontrollieren. Das sind so die ersten Sachen. Und wirklich nebenbei auch nicht vergessen zu leben. Mhm. Also man sollte auch irgendwo schauen, wo ist der Ausgleich. Ich arbeite jetzt, gut, ich habe jetzt die letzten Wochen arbeite ich komplett durch. Es gab jetzt noch keinen Tag, wo ich gesagt habe, heute mache ich frei. Aber langsam merke ich, es sollte man vielleicht mal echt sagen, dass man sagt, heute habe ich Zeit für mich oder Familie. Ein bisschen nachdenken. Komm wieder auf neue Ideen, wenn das Gehirn sich ausruht. Ja, meistens ist es effektiver, weil... Ja, habe ich auch bemerkt. Wenn ich dann am Laptop bleibe und die ganze Zeit, oh nein, ich muss noch fertig, ich muss noch fertig sein, dann geht es nicht mehr weiter. Und wenn ich dann eine Nacht drüber schlafe, am Morgen auf einmal fallen mir ganz neue Dinge ein. Ja, ja, ja. Also. Die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch mittlerweile gemacht. Einfach mal einen Tag entspannen, einen Tag sich zurückzuziehen, bringt am Ende des Tages mehr als wirklich bam, dran zu hämmern. Dran zu hämmern jeden Tag. Ja, bringt nichts. Muss man entspannen, ne? Muss sein. Ausruhen, einen Burger essen. Ein Burger ist richtig. Muss auf jeden Fall sein. Zwischendurch. Stay sane. Richtig. Dann habe ich jetzt noch eine Frage zu Designs. Okay, wir springen wieder zum nächsten Thema. Wie viele Designs hast du getestet, um die ersten Erfolge zu haben? Bei dir ging der Erfolg ja schnell. Ich meine, einer der ersten Designs war... Meinen die jetzt mit Werbeanzeigen getestet? Nee, allgemein. Wie viele Designs getestet? Also hochgeladen habe ich ja 26 Produkte. Hast du schon 26 Produkte? Okay. Und dann hat man schon so ein bisschen, auch durch Instagram, hat man schon gemerkt, wohin gehen die eher? Ja. Und wo eher gar nicht. Und dann habe ich wieder welche rausgenommen und in denen, wo ich gesehen habe, da ist das Interesse da, habe ich wieder neuere erstellen lassen. Also so bin ich vorgegangen. Okay. Ich hatte wirklich viele am Anfang. Also das wusste ich gar nicht. Ja. Eben, manche fangen auch mit 5 Tests an, mit 5 Produkten an und testen sich durch. Aber Werbeanzeigen habe ich wirklich, ich glaube, auf 4 Produkte geschalten. Und komischerweise ein Winning Design ist eins, wo ich nicht mal Werbung durchgeschalten habe. Was wiederum ein sehr gutes Zeichen ist, weil wenn die Leute organisch kaufen, dann kaufen sie bezahlt auch mehr, wenn mehr Leute das sehen. Es ist halt durch Mundpropaganda, schätze ich mal. Ich schätze auch, weil das Design so gut in der Nische war, dass Leute sich dafür so begeistert haben, dass sie untereinander geteilt haben. Aber jetzt sieht man halt, okay, in die Richtung gehe ich eher und die anderen lasse ich eher weg. Genau. Was ist deine Zukunftsprognose oder was ist dein Zukunftsplan mit den Designs? Mein Plan mit den Designs ist, die jetzigen, die jetzt Erfolg haben, die weiter ausbauen in die Richtung. Hm. Oder vielleicht auch eine andere Art von Werbeanzeige darauf schalten, mit diesen Karussellen mehrere Bilder oder vielleicht Street-Style-Bilder. Hm. Ich habe auch welche, also die Produkte selber bestellt und möchte selber Bilder damit machen. Zum Glück, ich habe auch Freunde, die für mich Content produzieren. Das ist richtig lieb. Ja. Also verschiedenen Content ausprobieren und dann halt in die Richtung, wo ich sage, okay, das kommt echt gut an, in die Richtung nochmal ähnliche Designs. Genau, so würde ich auch sagen. Erstens neue ähnliche Designs und zweitens die Werbeanzeigen etc. dafür zu bearbeiten. Genau, ja. Super, awesome, top. Mal schauen, wir noch eine Frage für dich. Ich habe die letzte Frage, jetzt suche ich mal eine richtig gemeine Frage für dich aus. Was haben wir denn? Wie viel Zeilen Text pro Werbeanzeige? Wie viel Zeilen Text? Das haben wir heute besprochen. Nicht 10 Sätze, das habe ich schon mal gelernt. Ja, richtig. Apo guckt heute eine Werbeanzeige vor mir an, da habe ich ein bisschen Mist gebaut. Ja. Und er so, was ist das für ein Text? Aber das hat trotzdem funktioniert. Ich habe schon aufgehört zu lesen am ersten Satz. Du musst ja nicht alles perfekt machen, das funktioniert, wärme hier an dieser Stelle auch. Ja, also ihr seht auch bei der Werbeanzeige an der Seite, wie viel man sieht von dem Satz und wie viel nicht. Ja, bei mir. Ich habe es sehr ausgeschöpft bei der letzten Anzeige. Nein, aber ein kurzer Satz, 3-4 Wörter und das sind 3. Ich meine, in der zweiten Zeile kommt ja eh der Link zum Shop oder zum Produkt. Und in der dritten Zeile halt nochmal so ein Catcher, so ein Was die Leute an ohne den geht's nicht. Oder? Richtig. Richtig. Okay, 3-4 Zeilen sagst du.
Ist eine Art von Werbeanzeige, finde ich gut. Ja. Drei für Zahlen. Ich meine, verkaufen Kleidung, Streetwear. Das Bild ist entscheidend. Mhm. Die Bilder werden eh schneller verarbeitet im Kopf als Text. Ja. Das heißt, die Leute schauen erst aufs Bild an. Ich meine, es ist ja kein Dropshipping-Produkt, wo man mehr erzählen muss. Nichtsdestotrotz trotzdem wichtig, clean zu haben, nicht zu viel mehr reinzuschreiben, ganz wichtig auszuschöpfen und eine gesunde Mitte bei dem Ganzen zu finden. Super, dann haben wir ja auch schon die gemeine Frage. Mockups, wo man die Ärmel sieht. Bestimmt. Vielleicht blenden wir es ein, Mockups, wo man die Ärmel nicht gesehen hat. Aber es hat trotzdem funktioniert, was mich gewundert hat. Also hätte wahrscheinlich besser ankommen können, auf aber jeden es kam Fall. Schon gut an. Es kam schon sehr, sehr gut an. Passt, haben wir die gemeine Frage am Ende auch gemacht. Allerletzte Frage, bevor wir dir weiter viel Erfolg wünschen, auf deinem Weg. Danke. Was ist dein Top-Rat? Okay, für jemanden, der jetzt anfängt, für jemanden, der jetzt zuschaut, was würdest du ihm empfehlen? Das Erste, was ich ihm oder derjenigen empfehlen würde, ist, geht nicht locker. Wenn du ein, zwei Tage so ein Setback hast, wo du sagst, dann ruh dich ein, zwei Tage aus oder vielleicht drei Tage, mach etwas, was dir gefällt und dann mach weiter. Also nicht direkt aufgeben. Das ist mein erster Rat. Mein zweiter Rat ist, pass auf dich auf. Nein, wirklich. Das klingt so komisch, aber achte auf dich. Gönn dir mal Ruhe, gönn dir einen Burger. Gönn dir Coca-Cola. Man ist unterzuckert. Wenn ihr Glück gehabt habt, ihr. Gönn dir Coca-Cola. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Bei mir hilft, wenn ich mal eine Cola hier habe und nicht, da ist Zucker drin. Scheiße. Okay. Es ist. Bad Girl. Nein, echt. Und wenn ihr Glück gehabt habt, ihr einen Vater wie meinen, der dann auch mal Essen holt, wo man nicht kochen muss an dem Abend. Was für Tipps noch? Und sonst wäre mein Tipp, ich würde sagen, nehmt das wirklich nicht zu locker mit der Nischenfindung. Also denkt euch nicht, nicht dieses Nachmachen. Klar holt man sich Inspiration, das macht jeder tagtäglich, das macht man. Aber schaut wirklich, worin bin ich gut und was sind meine Interessen, weil schlussendlich, sobald ihr tiefer in die Materie geht, dann werdet ihr merken, damit kann ich mich identifizieren oder nicht. Und spätestens da wird sich zeigen, ob es gut laufen wird oder nicht. Also denkt darüber nach, nimmt es nicht zu locker, nimmt es aber auch nicht zu ernst. Ein weiterer Tipp wäre auf jeden Fall, dass ihr, außer ihr seid wirklich schon ausgebildete Coaches, aber dass ihr einen Berater holt, einen Coach holt. Hey, servus. Wo man dann auch, ich habe auch am Anfang gedacht, ich kann es alleine designen und Apo hat die Designs gesehen, also wer hat das designt? Okay, das sehe ich schon den ersten Fehler. Nein, holt euch auf jeden Fall Hilfe. Wenn ihr was Gespartes habt, wo ihr sagt, das brauche ich momentan nicht, dann investiert es da rein, wenn es wirklich eure Leidenschaft ist, weil es wird euch schlussendlich helfen. Also am Ende des Tages werdet ihr nicht an der falschen Stelle gespart haben. Was hast du denn zu dem ganzen Mentoring bis jetzt, zu der ganzen Unternehmensberatung? Ich bin sehr zufrieden. Ich habe es erst gestern meinem Dad gesagt, als wir bei mir Produkte angekommen sind von mir selber. Ja. Ich habe gesagt, auf jeden Fall, also ihr seid immer erreichbar, immer gleich zur Stelle, immer gleich eine Antwort parat. Und auch diese Gruppencalls, also dieses Mentoring am Abend, Mastermind, ist einfach cool, auch mal die Fragen von den anderen zu hören, von anderen Perspektiven das zu hören. Ja. Nein, also ich kann nichts Negatives sagen, fällt mir nichts ein. Hätte ich was, würde ich es wirklich sagen, aber es sind coole Jungs, die auf jeden Fall Ahnung haben und die wissen, was dahinter steckt. Tja, dann beneide ich mich doch an dieser Stelle erst recht. Wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft. Ja. Falls du auch Fragen an unsere Sam hast, vielleicht sehen wir dich beim nächsten Erfolgsinterview. Wenn die Zahlen bei 50.000 sind, irgendwie sowas. Sechsstellig war dein Ziel, wenn die Zahlen soweit sind. Sonst, wenn ihr Fragen dafür habt, schreibt sie auch in die Kommentare. Falls ihr auch an der Unternehmensberatung interessiert seid, marketdesigns.de/telefonat. Und sonst wünschen wir hier an dieser Stelle, ja, noch alle Links, die wichtig waren, was wir heute besprochen haben, in die Beschreibung posten. Und sonst wünschen wir viel Erfolg für deine Zukunft. Danke. Viel Spaß und lass es dir gut gehen. Ja. Ciao, ciao.